Bloß nicht die Orientierung verlieren, heißt es beim Orientierungslauf des Berliner Turn- und Freizeitsportbundes und der Füchse Berlin. Das Event? Eine Premiere. Das allererste Mal treffen sich Freizeitsportlerinnen und Freizeitsportler im Sportpark der Füchse Reinickendorf im Norden Berlins, um gemeinsam auf Erkundungstour zu gehen. Die Pandemie haben sich ja viele draußen bewegt. Und insofern dachten wir, wir greifen das auf. Outdoor, draußen, Spaß und Freude, im Völlchen, ohne Wettkampf, Freizeitgeschehen, und so ist das entstanden. Zu viert muss die Strecke von knapp 10 Kilometern dann absolviert werden. Kurz vor 11 Uhr macht sich die erste Mannschaft auf den Weg. Um zu verhindern, dass man der Konkurrenz über den Weg läuft, wird im Abstand von jeweils 10 Minuten gestartet. Anders als beim gewöhnlichen Orientierungslauf sind technische Hilfsmittel erlaubt, werden trotzdem aber nur selten gebraucht. Nachdem alle neuen Teams das Gelände verlassen haben, sind sie vorerst auf sich alleine gestellt. Dadurch, dass wir Geocaching machen, eigentlich fast jedes Wochenende, haben wir gesagt, es wäre doch mal eine schöne Gelegenheit, da mitzumachen, weil wir das ja so ein bisschen mit Cache finden und Orientierung ja eigentlich jedes Wochenende üben. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gilt es, den Anweisungen und Wegbeschreibungen auf der Karte zu folgen und die sogenannten Catches zu finden. Im Fall des Orientierungslaufs handelt es sich hierbei um kleine Pins, die als Erinnerung mit nach Hause genommen werden dürfen. Über die Strecke verteilt liegen außerdem 4 Kontrollpunkte, an welchen eine sportliche oder kreative Herausforderung absolviert werden muss. Übungen mit dem Kettleball oder ein kleines Gedicht schreiben – alles ist dabei. Erst nach Beendigung der Übung gibt es dann Abziehtattoos als Belege mit auf den weiteren Weg. Ich finde die Strecke sehr schön gewählt, dass man nicht hauptsächlich an der Straße lief, sondern viel im Grünen lief. Die Aufgaben waren gut gestellt. Wenn alle Catches gefunden bzw. alle Goodies erbeutet worden sind, geht es zurück zum Startpunkt im Sportpark der Füchse Berlin. Wichtig ist, dass die Mannschaften gemeinsam durch das Ziel laufen. Dort warten dann bereits Freunde und die anderen Teams. Für alle Teammitglieder gibt es eine Urkunde als Erinnerung, eine kleine Goodiebag und eine Flasche der BKK VBU. Ich hoffe mal, dass mehr Vereine sich jetzt angesprochen fühlen. Ein bisschen traurig sind, dass sie nicht mitgemacht haben beim ersten Orientierungslauf, aber nächstes Jahr auf alle Fälle dabei sein sind, wenn es halt wieder heißt, der Berliner Turn- und Freizeitsportbund lädt ein. Am Ende ist weder Zeit noch Reihenfolge des Zieleinlaufs wichtig. Es geht um Spaß, Sport und vor allem das Zusammenspiel als Team. Der erste Orientierungslauf ist bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr gut angekommen. Und was am allerwichtigsten ist, keiner hat die Orientierung verloren.